Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es dieses leckere Pesto von gerösteten Paprikaschoten, perfekt zum Grillen. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das zubereite, dann bleibt dran. Für das leckere Paprikapesto benötige ich 6 Paprikaschoten, 60 ml Olivenöl, 35 Gramm Walnüsse, 1 Teelöffel Chilipulver, 1 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, 1 halber Teelöffel Pfeffer, 3 Knoblauchzehen und etwas Salz. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Die Paprikaschoten habe ich gewaschen und getrocknet. Ich habe sie jetzt auf ein Backblech getan. Die kommen jetzt in den Backofen und werden da für 15 bis 20 Minuten rösten. Den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 240 Grad. Während die Paprikaschoten im Backofen rösten, kann ich schon mal das Öl erhitzen. Wenn das Öl ein bisschen warm geworden ist, kommt das Paprikapulver und die Chiliflocken da rein. Wirklich nur 10 bis 12 Sekunden, das reicht auch schon. Es brutzelt ein wenig und das kommt jetzt in eine Schale, damit es gleich wieder abkühlt. So, die Paprikaschoten waren jetzt genau 20 Minuten im Backofen. Ich werde sie jetzt in eine andere Schüssel tun und mit einem Plastikbeutel abdecken und 20 Minuten ruhen lassen, damit die in Ruhe schwitzen können und dann kann man die Haut ganz leicht abziehen. Die Paprikaschoten waren jetzt 20 Minuten in dieser Tüte. Ich nehme jetzt immer eine Paprikaschote und nehme den Stielansatz schon so raus und die Haut kann man wunderbar abmachen, wie ihr seht. Das Fruchtfleisch tue ich jetzt sofort in meinen Mixer rein und das Kerngehäuse mache ich natürlich auch ab. Die Haut von den Paprikaschoten habe ich jetzt abgezogen und die Paprikaschoten in den Mixer getan. Den aufgefangenen Fruchtsaft habe ich auch da reingegossen. Und jetzt kommt das Öl dazu. Der Knoblauch. Und der Pfeffer. Das wird jetzt kurz gemixt. Jetzt kommen noch die Walnüsse dazu und circa 1 Teelöffel Salz und dann wird es weiter gemixt. Ich guck mal, ob die Konsistenz stimmt. Ich möchte es noch ein bisschen feiner, deswegen werde ich noch ein bisschen weiter mixen. Mal kurz abschmecken. Oh, das ist wirklich lecker und richtig gut scharf. So, ein bisschen von dem leckeren Pesto tue ich jetzt auf den Teller zum Probieren. Und hier träufle ich noch ein bisschen Olivenöl drüber. Wunderbar für Grillfleisch oder für gegrilltes Gemüse. Man kann es so mit Brot essen, als Dip benutzen oder sogar als Nudelsauce. Probiert dieses Pesto unbedingt mal aus. Es ist wirklich einfach zu machen, ratzfatz und auf Vorrat ist es perfekt. Probiert es unbedingt mal aus. Ihr werdet begeistert sein. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch.
Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dieses kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Rest kommt in eine Tupperdose, weil am Wochenende wird gegrillt. Und diese Pesto-Soße, die hält sich wunderbar im Kühlschrank. Bis zu einer Woche. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.